Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Heute gibt es mal wieder ein kleines Infovideo zu einem neu erschienenen Fahrzeugpaket von Virtual Railroads. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein kleines süßes Video hier in Leipzig Hauptbahnhof, wie ihr seht. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen hier außenrum, schauen uns das Fahrzeug mal an. Und ich könnte derweil mal die Türen öffnen, damit die Fahrgäste ein- und aussteigen können. So. Ja, im Prinzip ganz normale N-Wagen. Mit Karlsruher. Ne, Wittenberger Steuerwagen ist das, ne? Ja, Wittenberger, glaube ich. Und hinten dran, beziehungsweise ja, hinten dran die 218. Diesel-Lok. Gibt es zurzeit bei Virtual Railroads, beziehungsweise seit ein paar Tagen, für im Moment 19,95 €. Ist also im Angebot. Ihr solltet euch beeilen, wenn ihr das haben wollt, zu einem vergünstigten Preis. Der reguläre Preis ist 24,95 € bei Virtual Railroads. Und ich würde sagen, wir rüsten einfach mal auf. Könntest du derweil ganz kurz noch im Fahrgastraum umsehen? Während deine Hamsterbacke einfährt. So sieht es also im Fahrgastraum aus. Also ihr kennt die Sitze, ich glaube, die sind jedem bekannt. Da die schöne Karte, Fahrradraum und ich würde sagen, da gehen wir jetzt rein in den Steuerwagen, in unseren Arbeit, zu unserem Arbeitsplatz und rüsten unseren Zug mal so weit auf. Also als erstes mal. Natürlich als erstes mal die Batterie. Sonst funktioniert ja gar nichts hier. So. Dann müssen wir den Hauptschalter nach vorne verlegen. Ach, Quatsch. Das ist der Hauptschalter. Entschuldigung. So, Hauptschalter. Dann müssen wir natürlich den Dieselmotor starten. So, das ist jetzt der Fall. Ihr hört's. Schmierölpumpe erhöht den Druck. Und sobald der Druck hoch genug ist, startet der Dieselmotor. Aber das kennt ihr ja. Zack. Wunderschön, wunderschön. So, damit können wir dann die Zugsicherungssysteme einschalten. PZB und SIFA. LZB hat der nicht, logischerweise. Spitzenlicht, Instrumentenbeleuchtung und Führerraumbeleuchtung. Dann können wir den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Und dann sind wir im Prinzip schon abfahrbereit, würde ich sagen. Aber ich mache vorher noch. Denn das Nicht-Einsteigen, das gefällt mir nicht. Sondern wir machen daraus eine Probefahrt, würde ich sagen. Denn nichts anderes ist das ja. Und da mache ich noch vielleicht noch ein kleines hübsches Foto. Ja gut, mit zwei Fotomodels dabei, passt doch. So. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Wir fahren jetzt bis Leipzig-Engelsdorf. Und würde sagen, wir starten. TSW, da ist alles genau andersrum. So, auf geht's.
So. Befreit haben wir uns schon. So, nicht mehr als 40. Die weichen Geräusche sind schon mal sehr, sehr schön, finde ich. Also mega. Und die Siefer drücken natürlich. Wunderschön. Wunderschön. So, 60. Ich habe das Gefühl, man sitzt hier irgendwie ein bisschen tief und ein bisschen nah dran. Oder meine ich das nur? Kommt ein ICE 3 reingefahren. Wunderschön. 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 So, und dann durchfahren wir gleich Leipzig-Sellershausen. Ne, Sellerhausen, ohne S. Dann hört euch mal den Sound an. Mega, oder? So, dann schauen wir uns das mal aus der Nähe an hier. Der Sound ist geil. So, jetzt fahren wir den mal ein bisschen aus. So, 140, mehr wird er nicht schaffen, logischerweise. Und so hört sich's aus der Passagiersicht an. Wunderschön, wunderschön.
So, und da sind wir auch schon angekommen. Bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ich finde, es geht noch. So, öffnen die Türen. Und dann war's das mit diesem Fahrzeugpaket. Tja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das gibt es zu kaufen bei Virtual Railroads. Aktuell für 19,95. Schnappt schnell zu, wenn ihr den für den vergünstigten Preis haben wollt. Lange ist der nicht verfügbar. Regulärer Preis 24,95 €. Ja, wie gesagt, bei Virtual Railroads. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Infopaket bzw. Infovideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Abend, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.